Hallo und herzlich willkommen, liebe Schraubefreunde. Ja, der ein oder andere ist schon etwas länger bei mir auf dem Kanal und er wird festgestellt haben, dass wir einmal eine alte Kreidler, ein Mofa MF2, wieder aufgefrischt haben, beziehungsweise wir haben sie erstmal nur den Tank entrostet. Genau, das war Folge 1. Ja, mittlerweile, ich hatte lange keine Zeit. Jetzt gestern hatte ich etwas Zeit, aber die Kamera nicht unten mit dabei. Aber ich kann so viel sagen, die Kreidler läuft wieder. Was haben wir gemacht? Wir haben den Vergaser überholt, Dichtungen ausgebaut, neue reingemacht, eine neue Düse reingemacht, alles wieder schön, also erstmal schön sauber gemacht und dann wieder zusammengebaut. Dann natürlich haben wir erstmal ein neues Gemisch angemischt, ja, also neues Kraftstoff, ist ja ein Zweitakter, das heißt, wir müssen im Verhältnis mischen mit Öl und Kraftstoff. Jetzt, ich habe es angemischt 1 zu 25, heißt, bei einem Liter braucht ihr 40 Milliliter Zweitaktöl im besten Fall. Und jetzt gehen wir einfach mal runter in die Garage, schauen, ob er nochmal läuft. Der ist noch ein bisschen undicht, das heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein Video machen, wo wir das Ganze wieder zusammenbauen. Ich habe jetzt nur, einfach damit man mal damit fahren konnte, den Tank mit einer Schraube festgemacht. Es klappert natürlich hier und da, aber er läuft und das schauen wir uns jetzt mal an. Guck mal mit. Was geht ab? So. Ja, bevor wir zur Kreidler gehen, muss ich noch mal etwas Sprit mischen. Da der Benzinhahn, der Kraftstoffhahn ist etwas undicht. Da habe ich schon einen neuen bestellt. Und wenn wir das alles zusammenbauen, dann bauen wir das auch wieder dicht zusammen. Und dann machen wir den neuen Kraftstoffhahn auch drauf, dass mir die Suppe nicht mehr ausläuft. Jetzt gerade mal einen halben Liter.5 Liter Kraftstoff. Ich liebe den Geruch von Benzin. Ist ja nicht ganz so gesund, aber ich finde es Hammer. Riecht geil. So Duftbaum Benzin, wenn man fett. Oder immer so. So eine Tanke einen halben Liter auf den Sitz kippen, dann passt das auch. So, ganz logisch, wenn wir bei einem Liter Kraftstoff 40 Milliliter Öl brauchen, brauchen wir jetzt hier 20. Jetzt ist wohl, na, ich habe leider nur, ah, das kann man, muss man nach Gefühl machen. Wenn da ein bisschen zu viel Öl drin ist, macht das nichts. Ja. Zack. Wir haben jetzt hier 250 Milliliter und ich habe einfach ein bisschen reingekippt. Wird mehr sein als 20 Milliliter, aber das passt. Das Ganze machen wir jetzt hier rein. Können wir mal schauen, wie sich das gleich verfärbt. So. Das Ganze rühren wir jetzt noch etwas um. Kurz im Schraubenzieher. Tanken wir das Ganze. Thank you.
So, ihr habt gesehen, die Kreidler läuft wieder. Heißt, was machen wir jetzt als nächstes? Wir bauen sie wieder zusammen. Der Tank muss natürlich erst festgemacht werden. Das ist alles nur provisorisch, damit wir eine Probefahrt machen konnten, ob er auch wirklich läuft. Dann ja, wird alles festgemacht wieder. Das Schild kommt wieder dran. Und hier habe ich noch eine ganze Kiste voller Ersatzteile und Schrauben, die eigentlich an das Mofa oder an das Moped dran gehören. Dann machen wir es richtig sauber. Ja, die ganzen Chrom-Blendenbleche und die Felgen oder ja, die Räder werden wir auch sauber machen. Alles ölen und schmieren. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Ich habe bei eBay Kleinanzeige schon eine Anzeige gesehen, dass einer zwei Orte nebendran eine Kreidler MS2 sucht. Vielleicht kontaktiere ich den guten Herrn. Mal schauen, wer dahinter steckt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog von der Kreidler. Und da wird dann auch das letzte Video sein dazu. Genau. Apropos Videos. Wir haben hier gerade was Nettes im Hof stehen. So, einen schönen E36. Original 70.000 Kilometer. Da werden jetzt auch Videos folgen. Wir werden einige Dinge an diesem schönen Fahrzeug machen. Das Originalzustand M-Paket 328 heißt der schöne Sechszylindermotor. Und wirklich original 70.000 Kilometer ist ein Prachtstück von Auto, Cabrio. Ja. Ja, aber Näheres folgt noch später. Also wirklich ein Diamant auf den Straßen Deutschlands. Und im Oktober, heißt also in 2 Wochen, fangen wir auch endlich mit dem Pepino an. Also am besten ihr folgt bzw. subscribt die Seite, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Und da könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, weil da seid ihr immer auf dem aktuelleren Stand als bei YouTube. YouTube ist immer mit mehr Arbeit verbunden und ich versuche natürlich, dass wir ein Video pro Woche machen. Aber bei Instagram geht es wirklich täglich, auch mit Insta-Stories könnt ihr immer folgen. Da wird auch viel immer von der täglichen Arbeit kommen. Genau, also bleibt dran, seid gespannt. Die Kreidler kommt noch ein Video, dann geht's los mit Pepino und den 328 BMW E36 Cabrio, da gehen wir auch noch ran. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, danke fürs Anschauen und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und wenn nicht, dann eben nicht. Haut da rein, bis dann und tschüss.